Sträußen bekommen von tausenden von jungen Frauen. Es gibt ihn nicht mehr, er ist vor 2 Jahren gestorben und ist seither in der Tat zur Legende geworden. Ich spreche von Roy Black. Ich habe ihn kennengelernt und er war immer eine gespaltene Persönlichkeit. Als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, hat er mir gesagt, ja, ich bin's, der Schlagerfuzzi. Ich war damals so ein Rock'n'Roll-Disc-Jockey und er hat gleich mit mir Probleme gehabt. Es hat lange gedauert, bis ich ihn wirklich kennengelernt habe. Viele Fans kennen nur seine Lieder. Wir haben einen Menschen bei uns, der mehr von ihm weiß. Kurzes Andenken an Roy Black. Für 4 Menschen verlasse ich mein Studio. Für den Papst, für Jelzin und für Clinton. Und für die Mutter von Roy Black, Elisabeth Höllerich. Sie hat nie in ihrem Leben mit der Presse gesprochen. Sie hat nie ein Zeitungsinterview gegeben, ist nie irgendwo im Fernsehen aufgetreten, hat sich keinem Reporter gestellt. Bei mir hat sie ja gesagt. Ich bedanke mich dafür und wir zeigen Ihnen jetzt das Gespräch. Meine erste Frage bezog sie auch ein bisschen auf die gespaltene Persönlichkeit ihres Sohnes, die sie eigentlich in ihrem Namen dokumentiert. Sie ist die Mutter von Roy Black, aber sie heißt Elisabeth Höllerich. Hätte sie lieber Black geheißen? Nein, nie. Aber Mütter sind doch, also meine zum Beispiel, manchmal ja auch ein bisschen eitel. Nein, ich nicht. Nee? Nein. Ich habe auch nie zum Gerhard gesagt, Roy. Nee? Nie. Das war für mich der Gerhard. Denken Sie eigentlich oft noch an den Roy? Ich meine, oh, ja. Ist das immer noch Zentrum für Sie? Ja. Denken sehr oft an den Bub. Man hat ja oft an Menschen eine ganz besondere Erinnerung. Gibt es so eine schönste Erinnerung, wo Sie sagen, also da sehe ich ihn immer wieder? Ja, das sind mehrere Erinnerungen. Wenn er immer gekommen ist, der war dann gut gelaunt. Manchmal auch nicht. War sehr gestresst. Und wenn wir dann so gesprochen haben zusammen. Es gibt schöne Erinnerungen, auch traurige Erinnerungen. Wie soll ich das jetzt ausdrücken? Manchmal. Diese Jahre, wo er bei mir gewohnt hat, da war es eigentlich, naja, da war auch noch jung. Mhm. Da war das eigentlich alles so frei, so schön, alles so. Aber weil er dann älter geworden ist und ich habe dann mit ihm auch sehr gelitten, weil ich gesehen habe, der Beruf ist doch sehr anstrengend. Mhm. Es hat sich viel Überwindung gekostet, dieses Gespräch zu führen. Ich möchte mich auch an dieser Stelle dafür noch einmal bedanken. Jetzt geht's weiter. Nun ist er ja sehr von vielen Frauen geliebt worden, das muss man einfach sagen, da bin ich ihm heute auch noch neidisch. Mhm. Sie waren sicher die Frau, die ihn am meisten geliebt hat. Waren die Frauen für ihn ein Glück oder eher Unglück? Ja, beides, Glück und Unglück, würde ich sagen. Mhm. Haben Sie irgendwann mal für ihn eine Schwiegertochter gehabt, wo Sie gesagt haben, die wäre es eigentlich gerne, die würde mir wenigstens gefallen? Von dem Standpunkt bin ich nie ausgegangen. Ne? Nein, weil sie muss ja ihm gefallen. Mhm. Und ich glaube, Mutter hat immer andere Vorstellungen von der Schwiegertochter, wie sie wirklich ist. Weil wir sind ja wieder eine andere Generation. Mhm. Lesen Sie gerne über ihn? Also ich meine, nein, noch nicht. Die ganzen Sachen? Noch nicht. Was fühlen Sie, wenn Sie ihn im Radio hören oder im Fernsehen? Ich höre kein Radio und Fernsehen schaue ich nicht an, wenn er kommt, weil das ist für mich alles noch zu frisch, zu neu. Viele Menschen, die einen sehr lieben Bekannten, Verwandten verlieren, haben ein paar Fotos, aber das war's dann auch. Aber wir bei einem Künstler wie Roy Black, es gibt Filme, es gibt Fernsehserien, es gibt Platten. Also er ist auf eine eigenartige Weise noch präsent. Dem weichen Sie eher aus. Mhm. Ja, momentan schon noch. Mhm. Momentan schon noch. Das ist für mich einfach alles noch zu kurz. Mhm. Und es wird auch nie vergehen, das Heimweh, das sind Tage, wo besser sind und dann sind wieder Tage dabei, da ist es schlimm. Ich habe den Eindruck, dass Sie ihm noch sehr nahe sind, dass die Verbindung. Gehen Sie oft ans Grab? Nur bei Nacht. Mhm. Weil es sind immer so viele Menschen oben und mag ich nicht gern hingehen. Das ist ja auch eine Tragik, dass Sie nicht mal im Tod mit ihm alleine sein können. Ja.
glaube, die Beerdigung und all die Dinge müssen für Sie furchtbar gewesen sein. Das war irgendwie, das war schlimm. Das war schlimm, aber irgendwie, ich bin ja immer ein bisschen unter ärztlicher Aufsicht gestanden. Das ist, hernach war das dann viel schlimmer. Mhm. Was mir nicht gefällt, dass so viel Geschäfte gemacht wird. Mhm. Also mit Veranstaltungen sind oder sogar am Grab wird verkauft. Das finde ich nicht richtig. Mit Post und Jeans und Wachsbilder und alles Mögliche. Ich finde das nicht richtig. Mhm. Oder ich finde das alles Geldmacherei und das wollte der Gerhard bestimmt nicht. Aber ich finde es schön, wenn die Leute auf den Friedhof gehen und, mhm. und ihn verehren, finde ich schon gut. Glauben Sie, dass er noch leben könnte? Von seiner ganzen Anlage her. Ich meine, er war zwar immer, was sein Herz betraf, ja vorsichtig, ja, nicht ja. so vorsichtig, wie er hätte sein sollen. Ja, ja. Er hätte sollen vorsichtiger sein, ja. Ich glaube, jedem ist sein Schicksal bestimmt, wenn er auf die Welt kommt, wenn er geboren wird. Mhm. Ich glaube, ich bin ein gläubiger Mensch, ich bin kein religiöser Mensch, ich bin ein gläubiger Mensch, aber ich glaube, es muss jeder das durchmachen, was ihm bestimmt ist. Man kann dem Schicksal nicht aus dem Weg gehen. Mhm. Wir waren immer eine Familie, wo der Gerhard noch bei uns gelebt hat. Ich war immer für die Wäsche zuständig, waschen, bügeln, kochen. Mein Mann hat den Beruf aufgegeben, war für den Gerhard da. Der hat das Finanzielle geregelt und die Autogrammposten, das alles. Wir haben auch eine liebe Nachbarin gehabt, die sehr viel gemacht hat am Post. Wir haben manche Tage 4000 Briefe gehabt. Und wie soll ich sagen, wir waren ein richtiger Familienbetrieb. Mhm. Der Walter war zuständig, wenn er da war, der muss dann wieder den Gerhard fahren oder wie soll ich sagen, den Gerhard abholen. Wir waren alle beschäftigt mit dem Gerhard. Also war er schon, Ihr anderer Sohn war nie eifersüchtig? Ich glaube nicht. Vielleicht, er hat es nicht gezeigt, vielleicht war es doch manchmal. Mhm. Mhm. Es ist schon möglich, dass er manchmal eifersüchtig war. Wenn Sie sich auch jetzt sehr zurückziehen, haben Sie früher das Rampenlicht auch vermieden? Also er hat ja sicher nun mal gesagt, komm mit und setz dich in die erste Reihe. Mhm. Haben Sie das oft gemacht oder nein, haben Sie... Nein, nein, immer. Ein paar Mal war ich mal in München, war ich einmal. Und ich glaube mal in Augsburg. Das war aber dann alles. Mhm. Und haben Sie denn jetzt Ruhe oder gibt es immer noch Versuche, einerseits von der Öffentlichkeit, andererseits von Fans? Oh doch, die Presse ist mir, die ruft immer wieder mal an, die Presse. Die Fans kommen an die Türe. Das ist schon immer noch. Aber damit können Sie umgehen? Kann ich schon leben. Was mir leid tut, das ist, dass ich kein Tagebuch geführt habe. Mhm. Vom Anfang an, wo der Gerhard gesungen hat, bis zum Ende. Das tut mir leid. Das stimmt. Weil vieles geht doch verloren, was da passiert ist in all den Jahren. Mit Mädchen, die wo gekommen sind, die wo man dann wieder mit nach Hause bringen musste, mit der Polizei, die wo nicht mehr heim wollten. Das sind so Sachen, die sind einem schon sehr nahe gegangen. Also haben Sie dann immer auf der Seite von Roy gestanden oder manchmal auf der Seite der Mädels? Wenn die Mädels gekommen sind, um die habe ich mich gekümmert. Ich muss sie aber immer wieder bei der Polizei abliefern, weil die Eltern wussten ja nicht, wo sie sind. Mhm. Okay? Und das war immer irgendwie, manchmal war das für mich sehr ergreifend. Und das sind Sachen, die wo man nicht vergisst. Haben Sie sich manchmal gewundert, was finden die an dem? Ich meine, ich weiß, dass er in der Schule nicht so fleißig war, ich weiß, dass er sich manchmal nicht die Zähne putzt. Ist man als Mutter selber fasziniert, wie verrückt andere Leute auf den eigenen Sohn sein können? Ja, da bin ich manchmal, da denke ich mir manchmal, das ist verrückt sowas. Weil in meiner Generation hat es ja sowas nicht gegeben. Mhm. Wir haben auch verehrt den Willi Fritsch, den Willi Börgel, die alten Schauspieler. Aber dass wir da geschrieben hätten um Autogramm, das gab es da nicht. Mhm. Sehr schön, natürlich ist es wieder eine andere Zeit, jetzt ist alles anders. Aber im Großen und Ganzen, ja, ist ja schön. Ich finde es schön. Gibt es denn etwas, was ich Sie vielleicht nicht gefragt habe, wo Sie sagen, das wollte ich eigentlich immer mal loswerden? Da sitzen Sie. Sie können auf die Presse schimpfen, Sie können seinen Fans was sagen, Sie können auch nichts sagen. Nee, also die Presse, Gott im Himmel, ich bin manchmal schon sehr enttäuscht, weil nicht alles stimmt, was sie schreiben. Aber ich denke mir im Nachhinein immer wieder, naja, es ist ihr Beruf. Mhm. Nur sollten sie halt ein bisschen bei der Wahrheit bleiben. Mhm.
Und ich denke, inzwischen haben es auch die Leute begriffen, dass nicht alles stimmt, was sie sagen oder was sie schreiben. Also ich glaube auch, dass der Roy Black bei allen seinen Fans und komischerweise nach seinem Tod noch bei vielen mehr einen sehr viel höheren Stellenwert einnimmt und den kann ihm keiner mehr nehmen. Und ich glaube, das ist auch für Sie ein Trost, auch wenn Sie ihn nicht mehr haben, dass einfach die Liebe von so vielen Menschen für Ihren Sohn, auch wenn sie manchmal für Sie störend ist, dann doch letzten Endes eine Bestätigung ist, dass Sie alles richtig gemacht haben. Ja. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. So, als würde Roy selbst zu ihr singen. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Stimmendubel Michael verzauberte 300 Nacht im Roy-Rausch. Beim Schmusesong Ganz in Weiß gab es dann keinen Zweifel mehr. Der 16-jährige Entertainer hat nicht nur Roy Blacks zarten Schmelz in der Stimme, er hat auch seinen unverwechselbaren Charme geerbt. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich die Augen zumache, das ist Roy Black. Die Lieder von Roy Black, die kann der voll darbringen, nur die Person, die kann der nicht mehr zum Leben erwecken. Doch was muss an diesem Mann nur dran sein, dass immer noch so viele Frauenherzen ihm nachweinen? Das Einmalige irgendwie ist an ihm auch die Art, vielleicht wie er sich gegeben hat und seine Art irgendwie die Leute glücklich zu machen irgendwie, und er war immer ein aufgeschlossener Typ. Am Gedenkbuffet geht bei der Fangemeinde die Liebe zu Roy auch durch den Magen. Einen letzten Happen fassen, bevor es auf die lange Reise geht. Denn alle Jahre wieder, das haben sie sich geschworen, wollen sie zu Roy Blacks Grab pilgern. Morgen früh werden Hunderte an der Augsburger Kultstätte Kränze niederlegen. Ja. Mal so, einmal bist du süß, reizend und liebenswert. Eine halbe Stunde später bist du kratzbürstig. Du gehst mit durch jeden Uschi Glas und Roy Black. Dann, wenn du mich so ansiehst wie jetzt, dann liebe ich dich ganz einfach. Hilfe, ich liebe Zwillinge. Heute um 20:15 Uhr bei RTL 2.